Ahoi, ihr Landratten, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Ja, das letzte Mal haben wir unglaublich viel Schotter gemacht, indem wir einfach unsere billige Weitspuck-Wettbewerbs-Gewinnplakette verkauft haben für 6000 Goldstücke. Und was soll man mit 6000 Goldstücken anfangen? Klar, sie ganz einfach wieder ausgeben. Das machen wir bei der guten Kate, die mit uns ja rausfahren wollte für 6000 Goldstücke. Jedoch ist Kate ja noch immer im Gefängnis. Wir müssen eh nochmal zurück nach Fat Island, weil uns noch ein... Ja, es fehlt noch eine besondere Information. Wir gehen einfach mal hier zu Dreads Schiff zurück. Yo, wo willst du hin, Mann? Nach Fat Island, mein Freund. Nach Fat Island. Auf in die Bücherei. Ich sehe es jetzt schon, wir werden das ganze blöde Let's Play über in dieser blöden Bücherei abhängen. So, wir waren bei EF stehen geblieben, ne? Piraten binden sich nicht. Warum sich freibeutern und heiraten ausschließen? Das würde ich eigentlich mal ganz gerne wissen. Ärger, nichts als Ärger. Der eingefleischte Junggeselle HL. Eigentum, meins bleibt meins, auch wenn es singt und kracht. Schiffsbesitz. Ja, das hätte ich ganz gerne mal zu meinem alten Schiff, der Mad Monkey, noch gesagt. Ne? Mein Schiff bleibt meins, ne? Auch wenn es singt und kracht. Eigentum, faires Verteilen. So vermeidet man Streitigkeiten um die Beute. Das hätte ich vielleicht im ersten Teil gebraucht. Nee, halt, da war gar keine Beute gemacht. Egal, es gab trotzdem einen kleinen Streit an Deck. Wenn ihr euch noch daran erinnert. Eiscreme, beliebte Eissorten, Eiskrock, Schwarzblutbecher. Oh mein Gott, und der Schädelsplit. Das merke ich mir. Ellipse, platt gemacht, ein Kreis gerät unter Druck. Mensch, auf so einen Witz kann nur ein Mathematiker kommen. Entern, 101 tolle Entertricks, schneller, sicherer, spannender Entern. Erbrecht. Alles dem erstgeborenen Sohn. So machen sie ihr Testament. Das will ich ja mal stark bezweifeln. Erste Hilfe, Sägeblatt und Heftpflaster. Vorschriften über Verbandskästen. Erste Hilfe, dran oder ab. Wann soll man amputieren? Wenn es schon verschimmelt ist, dann. Etymologie, Herkunft des Piratenslangs. Fahrgemeinschaft, Bootsharing, ein einfacher Weg der Kostenreduktion. Februar 29, die schönsten Schaltjahre des 16. Jahrhunderts. Ach Mensch, wenn es sogar die schönsten sind, dann will ich's auch nicht wissen. So, Finanzen, 50 einfache Wege, an Geld zu kommen. Startkapital erforderlich. Aber was? Finanzamt, siehe imaginäre Zahlen. Fische, das große Buch der Fische, vollständig illustriert, ein Standardwerk. Fische, warum eigentlich nicht? Ich wollte mir schon immer mal einen Fisch zulegen. Nein, halt, ich wollte noch die letzte Reihe durchgucken. So, Flaute, wenn kein Wind weht, alternative Antriebsmethoden. Warum eigentlich? Ach Quatsch, naja, warum nicht? Folklore, Spießrutenlaufen und andere Bräuche und Traditionen. Fracht auf eigenes Risiko transportiert Transport von Sprengstoffen. Wow, ich wollte wirklich Sprengstoffen sagen. Sprengstoffen. So, nein, letzte Kartei noch. Fracht auf eigenes Risiko 2, Transport von Holzwürmern und Terminen. Sehr schön. Ja, warum man das auch immer machen würde. Sehr schön. Geisterpirat LeChuck, wie ich LeChuck vernichtete. Langweiliges von G.3Put. Sehr schön. Geisterpirat LeChuck, wann ich LeChuck vernichtete. Anhöhendes von G.3Put. Ach ja. Geisterpirat LeChuck, warum ich LeChuck vernichtete. Unglaubwürdiges von G.3Put. Genetik, die Herkunft des Wolpertingers. Wir leihen uns eins von Guybrush Büchern auch nochmal aus. Warum, wann, wie, ich glaube, das Blödeste ist, wann ich LeChuck vernichtete. Das klingt doch schon mal ziemlich bescheuert. Wann ich LeChuck vernichtete, das sollte ich mir unbedingt merken. Gemüse, verschiedene Gemüse, die Kinder wirklich essen. Ja, zum Beispiel, eine Zuckerrübe. Geometrie, nützliche elliptische Hyperboloide.
Mensch, hätte ich das auch nur damals im Geometrieunterricht gehabt, das Buch. Geschäft. Angebote, die... Nein, das muss so ausgesprochen werden. Angebote, die man nicht ausschlagen kann, Luigi. Von Captain Corleone. Geschichte. Vorsicht mit der Kanonenkugel. Untergang der gläsernen Armada. Getränke. 99 Rachenputzer. Die besten Krog-Rezepte zum selber mixen. Getränke. Kein Bier auf Hawaii. Kleiner Führer durch die Nationalgetränke von über 50 Inseln. Getränke. Fass über Bord. Richtige Lagerung der Grogvorräte bei Unwetter. Oh mein Gott. Wir wollen nicht den Grog über Bord werfen. Grabraub. Die schönsten Hinrichtungen von Grabräubern. Grog. Ich war Blackbeards Leber. Die wahre Geschichte eines Grog-Abhängigen. Grog, die pangalaktische Donner, nee, der pangalaktische Donnergurgler, exotisches Grog-Rezept. Heirate, siehe, Ehe. Ja, das haben wir schon gesehen. Herzchirurgie, halte das Schiff mal fest. Operation bei Windstärke 10. Ja, geil. Ja. Humor, blöde Witze für blöde Piraten, englische Ausgabe von Noah Falstein. Falstein, so. Humor, blöde Witze für blöde Piraten. Deutsche Ausgabe von H. Lennart und B. Schneider. Da haben sich die beiden Übersetzer auch nochmal verewigt. Halt, stopp. Bleibt alles so, wie es ist. Soll ich mir das hier merken oder soll ich mir doch lieber das hier merken? Ich merke mir erstmal die englische Ausgabe. Und was haben wir hier? Humor. Humor Galgen. Sie werden also exekutiert. 100 witzige Sprüche, bevor der Kopf fällt. Geil. Sehr schön. Hunde, so bellt man richtig. Wörterbuch. Hund, Deutsch, Deutsch, Hund. So, aber erstmal leihen wir uns nochmal ein paar Bilder aus. Bücher. Wir leihen uns ein paar Bilder aus, genau. Bilderbücher. Ich will ein paar Bilderbücher ausleihen, weißt du? Ich suche Bilderbücher. Welches Bild suchen Sie denn? Ich brauche ganz unbedingt beliebte Eissorten. Ach, ich hasse es immer, wenn sie die ganze Zeit hinten fährt. Und das dauert es immer am längsten. Mann, nach hinten. Ich will meine Bilderbücher. Sonst noch was? Ja, ich suche das große Buch der Fische. Finden Sie das hier? Ah, da war das. Gut, das hätte ich mir auch selbst holen können. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Jo, ich hätte gerne, wann ich LeChuck vernichtete. Ich wäre zu lustig gewesen, hätte sie doch gesagt, ach, warum wollen Sie dieses öde, langweilige Buch haben? Okay, hier ist es. Sonst noch was? Ja, ich hätte gerne blöde Witze für blöde Piraten. Haben Sie das hier? Ja, natürlich wieder irgendwo ganz hinten im Lager, ne? Sehr schön. Okay, hier ist es. Damit haben Sie das Limit erreicht. Um weitere Bücher auszuleihen, müssen Sie erst wieder welche zurückgeben. Okay, was haben wir hier? Blöde Witze für blöde Piraten. He was stumped. Nun, so gut war er nun auch wieder nicht. Sehr schön. Genial. Beliebte Eissorten. Das ist ein ziemlich nutzloses Buch. Warum habe ich mir das nur ausgeliehen? Ja, was sich da gerettet hat, Guybrush, ich weiß es nicht. Das große Buch der Fische. Der Traum jeden Anglers. Kann man das vielleicht dem Angler da draußen geben? Dann kann er nicht so sagen, hey, guck mal, ich habe hier dieses coole Buch hier. Da sind ganz viele große Fische sogar drin abgebildet. Dann gehen wir einfach mal hier ein bisschen... Ach hier, das haben wir noch nicht angeguckt. Weil ich LeChuck vernichtete. Zugegeben, auf 300 Seiten ist es ziemlich anödend. Geil, warum beschreibst du denn nur so einen Müll? Und jetzt auf 300 Seiten.
Ach ja. Ich finde Guybrush okay. Der ist cool. Hier, guck mal, ich habe ein Fischebuch. Hier gibt das große Buch der Fische an den Angler. Hey, danke. Ich suche schon länger dieses Buch, um all die seltsamen Fische, die ich hier fange, zu identifizieren. Das wusste ich auch nicht, dass das möglich ist. Das habe ich jetzt erst gerade rausgefunden. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch, können wir jetzt nur noch 3 Bücher gleichzeitig offenbar ausleihen. Verdammt. Okay, dann wann ich LeChuck vernichtet, das will ich gern behalten. Gehen wir einfach mal die. Nein, ich will die zurückgeben. Nein, das ist ziemlich nutzlos. Das braucht eh kein Schwein. Ich will das nur zurückgeben. So, gib beliebte Eisorten an die Bibliothekarin. Danke sehr. Und blöde Witze für blöde Piraten gehen wir auch noch an sie. Danke sehr. So, und dann wollte ich mir noch das zweite Buch ausleihen. Blöde Witze für blöde Piraten auf Deutsch. Ach so, jetzt hat er sich den Drink angesehen. Psst. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Miss. Was wollen Sie denn diesmal? Ich suche ein Buch. Nun, welches Buch suchen Sie denn? Haben Sie blöde Witze für blöde Piraten in der deutschen Ausgabe? Warum auch immer das nicht neben der englischen, hinten im Lager steht. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Ich brauche vorerst keine Bücher mehr. Bedenken Sie, Bücher sind die Schätze des Geistes. Ja, daran denke ich immer. Blöde Witze für blöde Piraten. Was soll ich aus Kiel holen? Nun, so gut war er nun auch wieder nicht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Danke sehr. So, wir haben jetzt aber auf jeden Fall einmal dieses wichtige Buch hier im Gepäck. Kann ich das Buch eigentlich wieder vom Angler zurückbekommen? Das wäre jetzt ziemlich blöd, wenn ich jetzt nur noch 3 Bücher gleichzeitig ausleihen kann, weil der Typ ja das vierte Buch besitzt. Ach, schon was gefangen? Ja, aber noch nichts, was eklig genug wäre, dass du essen müsstest. Okay. Das Buch bekommen wir also nicht wieder. Dann würde ich mal sagen, wir befreien erstmal Kate. Ja, doch, die saß dann ziemlich. Die saß dann etwas zu lange jetzt Moment. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die saß jetzt zu lange unschuldig im Gefängnis. So. Hi, Kate, na? Kann man mit ihr reden? Natürlich nicht. Na gut, dann benutzen wir mal ihren Schlüssel. Red sie über Piepwind auf. Hey! Oha! Ich kann es danke, dass du mich da rausgeholt hast. Entschuldige, wenn ich nicht bleibe. Aber ich muss den Kerl finden, der mich da reingebracht hat. Ja, der rennt bestimmt irgendwo draußen rum. Kümmer dich bloß nicht um mich. Oh, ein Umschlag. Vanillefarbener Umschlag. Was haben wir denn da drin? Hey, da ist etwas Beinahe-Grog drin. Sehr schön. Jetzt haben wir endlich mal unseren eigenen Beinahe-Grog. Ja, Mensch, das Plakat hier von das Flugblatt-Plakat von Kate, das lassen wir erstmal da hängen, weil das interessiert ja eh keinen mehr. So. So, gut. Dann einmal hier zurück zu Governor Fats House. Und ihr erinnert euch ja noch an letzter Folge. Da war ja da, Governor Fett hatte ja also noch so ein besonderes Buch gehabt. Das wollen wir jetzt ganz gerne haben. Also sneaken wir uns jetzt mal ganz gekonnt zur Gouverneursvilla. Und da diese fette Wache immer noch wahrscheinlich
in der Küche dem Koch Bescheid sagt, können wir problemlos jede Treppe hinauf. Emporklettern an. So, da. Moment, einen lustigen Spruch will ich auch noch hören. Nicht schlecht, das ist der zweitgrößte Baumkuchen, den ich kenne. Hey, den Spruch kannte ich auch noch nicht. Heilbeeren, liebe Heilbeeren. Und der Gewinner des blauen Pudding-Ess-Wettbewerbs ist Gouverneur Fett. Sehr schön. So. Natürlich habe ich ihm extra ein Buch von mir ausgeliehen, damit wir das, damit Gouverneur auf Fett auch quasi die Unterschrift des Diebstahls hier hat. Also, damit er weiß, wer hier das Buch geklaut hat. So, dann benutzen wir einfach mal das Buch hier und machen wir das in bester Indiana Jones Manier. So. Ein paar Seiten rausreißen, braucht eh keiner. So, schön ausgetauscht. Jetzt haben wir aber Aussprüche bekannter Piraten. Sehr gut. Das Buch braucht man nämlich dringend. Glück ist eine warme Seekuh. Rapscallion. Küss mich, ich hab Skorbut. Commander Buttonhead. Arr! Fester Leech. Veilchen sind blau, Rosen sind rot. Wir ändern euch jetzt, dann seid ihr bald tot. Old Skunk Eye. Mundwasser? Wir brauchen kein stinkendes Mundwasser. Barney Gout. Gut. Dann, so viel erstmal dazu. Halt, stopp, da kommen wir erst, das brauchen wir für später noch. Mir fällt gerade noch ein, uns fehlt noch ein weiteres Buch aus der Bücherei. Doch zum Glück weiß ich, wo wir das finden. So, die Aussprüche bekannter Piraten, die waren ja ausgeliehen. Und so, jetzt sind wir jetzt dran gekommen. Genau. So, auf zurück zum Pier. Und, wie hieß das nochmal, das Buch? Das war unter S zu finden, das weiß ich noch. Los, Skybrush! Mensch, warum kann der Junge nicht mal sprinten? Hier, friss die Banane, dann hast du ein bisschen Vitamine aufgenommen. Dann kannst du gleich auch mal ein bisschen laufen. Kann er die Banane überhaupt benutzen? Nein, natürlich nicht. Nur benutze mit. Nun denn. Auf zur Bücherei, zum S-Schaukasten. Scap Island, kleine Geschichte von Scap Island, eine Einführung. Hier brauche ich gar nicht. Schätze, die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Gutes Buch. Schätze, siehe auch Big Whoop. Schiffswracks, berühmte Untergänge. Handbuch für Schatzberger, ein Standardwerk. Das brauchen wir, berühmte Untergänge. So, was haben wir sonst noch hier drin? Schule, Lehrbuch für Piraten, Band 4. Entern. Schule, Lehrbuch für Piraten, Band 9. Die Seeschlacht. Seefahrt, verdammt, wo ist der Abfluss? Über die Gefahren des Duschens an Bord. Seefahrt, fahlgrün im Gesicht, Hausmittel gegen Seekrankheit. Selbstbezuge, siehe Selbstbezuge. Sehr schön. Selbsthilfe, wenn Piraten zu sehr lieben. Selbsthilfe, ohne Menschenfleisch leben, Bekenntnis eines Ex-Kannibalen. Na, ob wir diesen Ex-Kannibalen auch kennen? Wer weiß, der weiß. Spiel und Spaß, was tun bei Flaute? Die kompletten Regeln für 100 Partyspiele inklusive Flaschendrehen. Yay! Spiel und Spaß, Mann über Bord. Unterhaltsame Methoden, die letzten Vorräte an Bord zu verteilen. Ja, unterhaltsam. Sport, Doppelhaken-Otis, Boxkarriere eines zweifach Amputierten. Doppelhaken-Otis? Der Typ hieß doch Meathook. Vielleicht handelt es sich einfach um einen anderen zweifach Amputierten, der Otis heißt. Ja, es ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlicher. Sprache, Piratensprache, die ich meine natürlich Piratensprüche, die Eindruck machen. Dann leih ich mir das Buch auch nochmal aus. Solitär, 1 Million Wege, solitär zu spielen, von Herman Toothrot. Sehr schön. Stochastik, sie können nur verlieren, warum sich Glücksspiele nicht lohnen.
Stochastik, wieso die Bank gewinnt. Fortsetzung von Sie können nur verlieren. Stochastik, na gut, es gibt einen Trick. Fortsetzung zu Wieso die Bank gewinnt. Das ist eigentlich ziemlich interessant. Sünden, die 7 Todsünden. Ja, dann hätte ich auch noch gerne das hier. Das darin würde ich auch mal gerne ein bisschen rumlesen. So. Entschuldigen Sie, Miss. Was wollen Sie diesmal? Ja, ich suche ein Buch. Welches Buch suchen Sie denn? Ich hätte gerne... Na gut, es gibt einen Trick. Haben Sie das hier irgendwo in diesen riesen Bücherstapel oder in diesen Bücherstapeln? Offenbar ja. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Klar, ich hätte gerne Piratensprüche, die Eindruck machen. Och nee, nicht wieder ganz hinten, oder? Ah gut, das lag auch da auf dem Stapel. Okay, hier ist es. Sonst noch was? Finden Sie hier berühmte Untergänge? Gut, offenbar können wir uns doch immer wieder 4 Bücher gleichzeitig ausleihen. Okay, hier ist es. Damit haben Sie das Limit erreicht. Um weitere Bücher auszuleihen, müssen Sie erst wieder welche zurückgeben. Okay. So, na gut, es gibt einen Trick. Ha, mogeln! Und ich dachte, hier stände was Vernünftiges drin. Heißt ich eigentlich stünde was Vernünftiges drin? Ich bin kein Deutschlehrer, von daher... wer weiß, vielleicht passt das schon irgendwie, irgendwo, irgendwann. Piratensprüche, die Eindruck machen. Alle Mann in die Wanden. Rauf ins Krähennest. Smoothie raus aus der Kombüse. Ah. Und berühmte Untergänge haben wir auch noch. Hier steht, die Mad Monkey sagt an der Stelle 37 Grad Nord und 88 Grad West. Gut, 37 Nord, 88 West. Gut, das habe ich mir gemerkt. Ja, dann brauchen wir die Bücher erstmal gar nicht mehr. Danke sehr. Und das hier auch. Danke sehr. Okay. Jetzt, meine Freunde, jetzt wissen wir, wo wir mit Kate hinfahren können. Auch wieder auf Dreads Schiff. Wo willst du hin, Mann? Zurück nach Booty Island. So, hier sollte sich ja Kate wieder aufhalten. Das war jetzt 37 Nord, ne? 37 Nord, 88 West. Yo. Die Zahl ändert sich, glaube ich, immer wieder. Also die Stelle von der Mad Monkey. Dann reden wir einfach nochmal mit Kate. Ja, ich hätte Interesse, ein Schiff zu chartern. Prima. Wie ich schon sagte, das kostet 6.000 Goldstücke. Okay, ich zahle die 6.000 Goldstücke. Du hast mich soeben gechartert. Bereits im Auslaufen? Jupp. Ja, das fragt der Mad Monkey. Ja, ich muss das Wrack der Mad Monkey finden. Du hast eine Route geplant? Ich zeig's dir auf dieser Karte von Captain Dread. Ich kann sie dir auf dieser Karte von Captain Dread zeigen. Meine Güte, Leute, warum verlese ich mich so häufig? Ist peinlich, peinlich. Das dürfte aber keinen verraten. 36 Nord, 88 West. Nun, hier sind wir. Was jetzt? Sag mal, wo hast du denn dieses Schiff her? Etwa bei einem Modellbauer? Hast du dieses Schiff etwa bei einem Modellbauer besorgt? Sehr komisch. Ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen, Freunde. So, okay. Du, ich hab eine Kaffeetasse, die größer ist. Können wir weitermachen? Du, ich hab schon größere Schiffe in Flaschen gesehen. Was ist das hier? Ich habe immer noch größere Flaschen in Schiffe gesehen. Ja, das auch. aus welcher Badewanne? Ja, aus welcher Badewanne kommt denn dieses Schiff hier? Sag mir das mal. Hast du dir das selbst ausgedacht?
Ja, okay, gut. Jetzt kommen nur solche Sprüche. Können Sie die ganze Zeit bei Kate jetzt ihre Nussschale hier beschweren. So, dann, ich tauche mal und suche nach der Galeone. Sicher, dass du schwimmen kannst? Hey, ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Und Guybrush springt einfach mal todesmutig in die Tiefen des Ozeans. Und er singt und er singt. Ich müsste ja Auftrieb haben, aber egal. Ich hinterfrag das nicht. Guybrush kann das, ja? Also hinterfragt ihr das jetzt auch nicht. Und. Es war 37 Grad Nord, ne? Ich habe jetzt auf 36 Grad. Da unten war nichts. Es muss in der Nähe sein. Versuchen wir es nochmal. Nun, irgendwie habe ich Mitleid. Also okay, sag mir nur wohin. So, Was will ich nicht 6? Dann einfach hier hin. Nun, hier sind wir. Was jetzt? Ja, ich tauche mal so nach einer Galeone. Also echt, Freunde, ey, das wäre ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ja, weil mir das sonst nie passiert, aber ich vertue mich einfach hier total bei der Position, ey. Obwohl ich zweimal nachgeguckt habe. Warum vergesse ich das? Ja, ich hab ein super Brain. Da 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 da. Guckt mal, Freunde. Wir haben es geschafft. Das wunderschöne Galeonsfigur übrigens, das erste, mir ins Auge fällt. Ja, ein beflügelter Affe mit Bananen. Und eine Augenklappe. Und ein Iro. Wunderbar. Ja, ich nehme da einfach mal hier den Affenkopf mal mit. Wunderschön. Aber ganz ehrlich, hätte ich auch so ein prächtiges Segelschiff. So ein richtiges aus Holz und so, ne? So eine hübsche Galeone. Ich glaube, ich würde einfach nur just davon auch so eine lustige Monkey-Head-Galeonsfigur drauf bauen. Ja. Ach ja. Ich finde das Ding auf jeden Fall viel cooler als all diese komischen Nixen und alles. So. Ja, dann ziehen wir einfach mal am Anker, damit Kate, am Seil, damit Kate Bescheid weiß, yo, wir sollen uns wieder nach oben ziehen. Ich habe den Apfenkopf. Auf zurück nach Booty Island. Nun, ich gratuliere zu deinem Fund, Guybrush. Sag allen deinen Freunden, was du mit Captain Capsize erlebt hast. Wir sehen uns sicherlich mal wieder. Okay. So, ich hätte jetzt aber noch lustiger gefunden, wenn es 3 Affenköpfe gewesen. Jetzt gehen wir einfach mal hier zur Tür. So, mein Freund, dann guck mal, was ich hier dabei habe. Der ganze, das ist hier wertvoller als all der ganze Schrott, den du sonst hier drin hast. So, da wirst du dich drüber freuen. Guck mal. So, ich habe nie geglaubt, dass jemand die Galeonsfigur der Mad Monkey finden würde. Krieg ich jetzt das Kartenstück? Sicher. Es gehört hier. Sehr gut. Ich habe mein erstes Kartenstück. Ja. Sehr schön, Freunde. Ja. Und ich würde mal sagen, das ist ein wunderbares Ending für diese Folge. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall direkt schon mal um das nächste Kartenstück kümmern. Ja, doch. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen, welches Kartenstück. Ja, darum würde ich sagen an dieser Stelle, ciao Leute, das ist dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Martin. Tschüss, Sofikinas. Bis dahin.